Und dann kommt Tatjana Pinto und hat endlich herausgefunden, wo es oft gelegen war. Der Ischiasnerv war entzündet. Aber sie ist schön, dass sie noch in Wattenscheid weiter trainieren kann, weiter bleiben kann. Und der Thomas Brange unterstützt sie letztlich auch mental. Oder er unterstützt sie. Er sagt, wenn du was anderes machen willst, mach das. Das ist jetzt bei Rana Rieder 33. Man muss ja einmal die Norm unter 11.1.24 erfüllen, so heißt das, glaube ich. Und dann sollte man sie nochmal mit 11.34 bestätigen. Das hat Lückenkämper jetzt auch alle. Wird ihren Weg auch machen. 11.26 in dieser Saison. Tatjana Pinto hatte noch nicht viele Rennen. Und erreicht haben. 11.20 war eine gute Leistung von Tatjana Pinto. Stark von Gina Lückenkämper. Da darf man sich natürlich auch auf eine großartige deutsche Staffel freuen. Haben einen guten Eindruck hinterlassen, die beiden Mädels aus Germany. Aber das sind diese Wettkampfblöcke, die natürlich auch dazugehören, dass man in Lausanne läuft, dass man dann auch den nächsten Wettkampf hier in Luzern. Ja, Lückenkämper gewinnt sogar, 11.20. Das möchte ich gerne nochmal sehen, dieses Zielfoto. Das muss ja hochinteressant sein. Ich war echt der Meinung, da bleibe ich auch, da stehe ich jetzt auch dazu, dass Kyla White vorne lag, aber das ist ja unbestechlich, das ist die Elektronik. Dann ist aber auch Tatjana Pinto nicht weit weg, bitteschön. Tatjana Pinto, die ja das erreichen möchte, was Gina Lückenkämper schon schaffte, nämlich endlich eine 10 vor dem Punkt zu haben. Sie wussten es beide lange nicht, wie das ausgeht. Also ein Blumengebinde. Wo immer das am Ende landen wird, ob man das jetzt nach Hause schleppt, das glaube ich jetzt wieder weniger. Aber Uli Kunst hätte schon mal einen Blumenstrauß verdient gehabt, aber der wird auch wissen, wie das geht. Der ist ein erfahrener Trainer mit vielen, vielen auch Internationalen gewesen. Denn sie hat die WM-Norm mit 11. Zuschauer, das muss man sich ein paar Mal anschauen, um dann herauszu.